Hallo, mein Name ist Julia Zwick und ich darf Ihnen das Lernangebot Digitalisierung und Nachhaltigkeit vorstellen. Warum braucht es dieses Angebot? Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei große Themen, die uns in unserem Alltag täglich begegnen. Sie werden bisher viel zu wenig zusammen gedacht. Das wollen wir ändern. In diesem Kurs werden Sie sehen, an wie vielen Stellen sich die beiden Themen gegenseitig beeinflussen. Der Kurs dient dazu, Ihnen einen Einblick in die Verknüpfung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu geben. Er stellt Ihnen Hintergrundwissen bereit und soll Sie zur Selbstreflexion und zum Ausprobieren anregen. Und natürlich können Sie die Inhalte und Anregungen auch für Ihren Unterricht nutzen. Außerdem haben wir Ihnen auch einige Materialien zusammengestellt, die Ihnen bei der Bearbeitung des Themas in der Schule behilflich sind. Was erwartet Sie in diesem Angebot? Zum Einstieg finden Sie einen Überblick über den Aufbau der 10 thematischen Kapitel. Außerdem haben wir für Sie ein Glossar und ein kleines Wissensquiz eingebunden. Im Kapitel Stromfresser, Netflix, Spotify und Co., wie Streaming den Energieverbrauch in die Höhe treibt, erfahren Sie mehr darüber, wie das eigene Nutzungsverhalten von digitalen Medien die Umwelt belastet und natürlich auch, was Sie zur Entlastung tun können. Selbstverständlich darf in diesem Kontext das Thema Bildung nicht fehlen. Sie verändert sich mit und durch die Digitalisierung grundlegend. Daher ist ihr hier auch ein Kapitel gewidmet. Als nächstes werfen Sie einen Blick auf den Bereich der Mobilität und welche sinnvollen Ergänzungen die Digitalisierung für nachhaltige Verkehrskonzepte liefert. Im Zentrum eines weiteren Kapitels steht die von uns genutzte Hardware. Hier erfahren Sie, was in so einem Gerät steckt und was Sie nach seinem Ableben tun können, um es nicht in der Schublade beerdigen zu müssen. Lesen, Schreiben, Rechnen, Smartphone? Kulturtechniken verändern sich durch die Digitalisierung. Auf die Zusammenhänge und was wir dadurch neu lernen müssen, blicken Sie in diesem Kapitel. Nie wurde mehr konsumiert als in der heutigen Zeit. Dass das Internet seinen Anteil daran hat, aber auch ökologischeren Konsum ermöglichen kann, sehen Sie sich in diesem Kapitel an. Das Internet der Dinge ist nicht nur eine nette Spielerei, um zu Hause das Licht von der Sprachassistentin an- und ausschalten zu lassen. Im Kapitel Digitale Revolution auf dem Acker sehen Sie am Beispiel der Landwirtschaft, wie es produktiv eingesetzt werden kann. Im anschließenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wie sich durch die Digitalisierung das politische Engagement verändert hat. Hier werfen wir einen großen Fokus auf die Chancen, vor allem für gesamtgesellschaftliche Themen. Das nächste Kapitel widmet sich dem Energieverbrauch durch unseren digitalen Konsum. Finden Sie heraus, ob der Energieverbrauch durch effizientere Geräte sinkt oder durch die intensivere Nutzung steigt. Die Arbeitswelt von heute entspricht nicht der Arbeitswelt von vor der Digitalisierung. Sogar klassische Berufe unterliegen veränderten Anforderungen, weshalb Sie im abschließenden inhaltlichen Kapitel einen Einblick in diese Veränderungen erhalten. Sie finden in jedem Kapitel Hinweise für die Umsetzung der konkreten Themen in der Schule. Außerdem haben wir für Sie das Kapitel Materialien für den Unterricht erstellt. Dort sind Anleitungen für die Umsetzung im Unterricht hinterlegt, die auch den curricularen Kontext aufgreifen. Im Kapitel Anlaufstellen haben wir Ihnen konkrete Adressen für Ihre Arbeit zusammengestellt. Sie finden dort Anlaufstellen und Ansprechpersonen aus Niedersachsen, an die Sie sich für weitere Informationen wenden können. Sie können die einzelnen Kapitel dieses Lernangebots in beliebiger Reihenfolge nutzen. Vielleicht möchten Sie die Kapitel nach Interesse aussuchen, vielleicht wollen Sie sie aber auch lieber nacheinander durcharbeiten. In jedem Kapitel geben wir Ihnen Anregungen, wie Sie für sich persönlich das Themenspektrum von Digitalisierung und Nachhaltigkeit erschließen können. Ich möchte Sie ermutigen, einzelne Anregungen umzusetzen, aber auch mit unseren Weiterleselinks die Themen inhaltlich zu vertiefen. Außerdem haben wir für Sie Ideen zusammengestellt, wie Sie in Schulleben und Unterricht die Thematiken einbinden können. Als Lehrkraft kennen Sie die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.
Wir wollen, dass Sie die Inhalte des Kurses auch in diesem Zusammenhang nutzen können. Daher haben wir bei jedem Thema eine inhaltliche Einordnung in die Sustainable Development Goals vorgenommen. Die Inhalte der Theoriekapitel dieses Kurses dienen einerseits dazu, Ihnen Hintergrundwissen anzubieten. Ich möchte Ihren Fokus dabei vor allem auf den Spannungsbogen von Chancen und Herausforderungen lenken, die in jedem der vorgestellten Themen vorhanden sind. Es gibt dabei kein Schwarz oder Weiß, vielmehr die unterschiedlichsten Facetten zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Andererseits möchten wir Sie bekräftigen, die Inhalte des Kurses mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Sie können dazu natürlich die Videos und Selbstreflexionsangebote nutzen, die als Hintergrundwissen gedacht sind. Aber wir haben auch einen Schwerpunkt auf weiterführende Materialien für den Unterricht gelegt. Lassen Sie sich von diesen Materialien inspirieren oder übernehmen Sie sie direkt für Ihren Unterricht. Wir haben uns bei der Zielgruppe übrigens auf Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse fokussiert. Noch ein Wort zu den Quellen der Materialien, die Sie in diesem Kurs finden. Die Inhalte stehen unter freier Lizenz und wurden teilweise übernommen vom gleichnamigen Kurs der Agentur J&K in Kooperation mit der Hamburg Open Online University sowie der Technischen Universität Hamburg und der Hamburg School of Business Administration. Ich schätze, dass Sie diesen Kurs in 2 Stunden einmal komplett durchschauen können, falls Sie keine der Übungen und keine Vertiefungen bearbeiten. Inklusive der zusätzlich empfohlenen Inhalte und mit einzelnen Vertiefungen sind 8 bis 10 Stunden realistisch. Los geht's!